Hey Leute, willkommen zurück zu Automon. Ja, ich sag Automon, ich sag auch Autobots. Sprech das halt Deutsch aus, was soll's. Ist ja auch egal. Gut, dann schauen wir jetzt mal, was machen wir denn? Ich muss auf jeden Fall hier ein bisschen umsortieren. Du müsstest dich eigentlich mal ausruhen. Dich könnte ich mal mit reinpacken. Dich könnte ich mal dahin packen vielleicht. Und was den Rest so angeht. Ich könnte dich natürlich auch mal mit reinnehmen. Dann machen wir das halt erstmal so. Dann haben wir zwei Elektrik. Attack Damage is increased by 2% of enemy HP. Das ist eine super. Es sind generell schon super Sachen, prozentual mehr Schaden an Gegnerlebenspunkten zu machen. Das geht auch bis 6%, das ist gar nicht mal so wenig. Und hier mit Wind, Speed Buff für die ersten Angriffe. Dann haben wir hier noch ein bisschen Splash, wobei, ja gut, 6% ist halt echt nicht die Welt. Da müsste man eigentlich schon 3 haben. Aber wir machen jetzt erstmal so weiter. Und die Sache ist halt auch, was nehmen wir denn jetzt? Wasser ist jetzt nicht so mein Fall. Fels. Könnte man vielleicht nehmen Feuer und Metall oder was das ist. Wäre schon ganz gut. Hier diese andere Sache, Wasser und Eis, ist auch so ein bisschen zwiegespalten. Eis ist halt super. Was haben wir hier noch? Wasser. Ja, Wasser ist halt so ein bisschen schwierig. Ja, gut. Das hier ist aber easy. Ich glaube, wir machen das dann so. Wir nehmen erstmal das hier. Das hat sich jetzt alles nicht so großartig unterschieden. Bis Level 17. Die sind Level 16. Wer bist du denn? Angrus. Attack Progress, then hit. Das ist ja auch sehr interessant. Das heißt, das ist quasi Attack Progress. Also wird sowas wie ein Speed Buff sein. Spook Orch. Attacks the whole enemy party when fainted. Okay. Attacks with Type Advantage deal 40% more damage. Hat er ja so nicht. Ansonsten. Da ist das jetzt so. Also ich würde schon sagen, oder wir machen das direkt anders am Anfang. Dass ich dann explizit die so hinstelle, dass das auch, dass die auch davon profitieren. Und Feuer wäre da gar nicht mal so verkehrt. Da müsste ich eigentlich dich mal dahin packen. Feuer wäre bei dir halt auch nicht so verkehrt. Dann machen wir das so, du hast Feuer. Was ist denn gut gegen Feuer? Wasser. Okay. Hatten wir jetzt nicht so. Wir haben noch Lightning und Wind. Wind ist, glaube ich, auch ganz gut dann. Ich glaube, das sollte so eigentlich für den Moment ganz gut passen. Wo das schon ganz schön reinhaut. Du haust echt gut rein. Okay, was haben wir jetzt hier? Was könnten wir da noch gebrauchen? Wir hätten hier noch mal Feuer. Inwiefern das dann gut ist, ist halt die Frage. Attack Progress ist halt auch so eine Sache. Bei der Level 16, das ist halt nur Feuer. Gras haben wir halt gar nicht. Heilung wäre natürlich auch nicht so verkehrt, aber ich glaube, wenn... Oh, Attack permanent erhöhen. Das wäre vielleicht für... Hero Neck gar nicht so verkehrt. Aber ich glaube, ich nehme mal Angrus mit.
Und müssen mal schauen. Auf jeden Fall würde ich die. Ah, wir gucken gleich erstmal, was das gibt. So, was hast du? Feuer wäre das schon mal ein ganz guter Start. Dann würde ich dich halt mit reinnehmen. Das Feuer und das. Du hast Wasser. Ich würde die vielleicht sogar so austauschen. Das wäre jetzt auch nicht so verkehrt. Wasser und Gras. Moment, Wind, Wasser, Gras ist, also Wind ist gut gegen das. Das wird halt eigentlich auch so passen. Ich würde die jetzt einfach mal so stehen lassen. Ansonsten, wer von euch hat denn hier viel? Du hast wahrscheinlich am meisten, du hast nicht am meisten Leben, aber du kannst dich halt. Also wenn, dann würde ich halt schon sagen. Okay, gut, dann machen wir das so. Sieht bisher doch eigentlich ganz, sieht noch ganz gut aus. Ja, das sieht doch echt noch ganz gut aus. Bis hierhin, das könnte jetzt echt ein bisschen knapp werden. Ich glaube, das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, jetzt haben wir ein Problem. Oh, wow. Oh, wow. Das war aber echt knapp. Das war echt eine knappe Kiste. Heilung wäre natürlich auch nicht so verkehrt. Disgrace Party Bonus. Ich nehme jetzt einfach. Ich nehme jetzt hier noch mal was mit. Ein Automon. Dann können wir nämlich noch mal gucken, ob wir vielleicht. Heilung wäre natürlich auch nicht so blöd. Feuer und Heilung vielleicht. Das wäre doch vielleicht mal so eine Möglichkeit. So, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir machen das jetzt. Also wenn, dann würde ich dich mit reinnehmen. Dann heilen die sich halt mit, oder beziehungsweise bekommen da theoretisch, oder sie bekommen halt weniger Schaden. Aber gut, wir gucken erstmal, wo es weitergeht. Hart würde ich jetzt vielleicht nicht nehmen. Das wäre vielleicht ganz okay. Ansonsten. Ich nehme mal den einfachen Weg, so. Was haben wir jetzt hier? Batorm. Du hast Erde und Wind. Was ist denn gut gegen Wind? Lightning. Ja, Feuer eher weniger. Das heißt, das können wir im Prinzip schon knicken. Du hast Wasser. Wasser wäre gar nicht mal so verkehrt. Das ist auch wieder diesen ganzen Krempel. Gut, Feuer passt da jetzt nicht so wirklich rein. Dann würde ich dich eher vielleicht noch mitnehmen wollen. Ansonsten hier der zweite. Lightning und Wind. Ist auch eher suboptimal.
glaube, bleibst mal da und du bleibst, du hast Wind, du hast Eis und Dingens. Ja, ich glaube, wir starten mal so. Mit Feuer kommen wir da jetzt auch nicht so weit. Das ist halt schon richtig cool, dass er sich dann hochheilt. Auch wenn er sich jetzt daran schon abarbeiten muss. Also das wird jetzt... Das wird er verlieren. Aber hat schon ganz gut durchgehalten. Fast zwei Automods erledigt. Das war eine sehr knappe Kiste. Gut, dann haben wir noch einen Platz frei. Dann könnten wir vielleicht hier nochmal einen Ladybuff mitnehmen. Du hast aber auch nur Wind. Die anderen Sachen sind jetzt aber auch nicht. Ich glaube, ich nehme dich einfach mal mit, so. Dann haben wir dich. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, du kommst erstmal da vorne hin. Dich nehmen wir raus, dich nehmen wir raus. Ich setze einfach mal hier so ein bisschen was anderes mit rein. Dann haben wir zweimal Feuer mit drin. Und ganz ehrlich, dann nehmen wir nochmal Feuer. Dann wären das schon 12%. Jetzt müssen wir aber erstmal schauen. Feuer. Gut, gegen Blätter, Metall, Eis. Das ist jetzt alles nicht so toll mit Feuer. So, wir haben die Wahl zwischen... Gut, das macht jetzt auch alles nicht so einen Unterschied. Ich nehme mal das hier. So, und du hast Feuer und... Das... Okay, das wird auf jeden Fall passen mit Feuer. Ansonsten, du hast... Bei dir war das mit Wind. Das passt eigentlich ganz gut am Anfang. Müssen wir jetzt nochmal schauen. Du hast Lightning. War das mit Feuer und Lightning? Das ist normal. Das wäre also eigentlich ganz okay. Dann könnten wir dich im Prinzip dafür nehmen. Und du hast Frost und wieder das andere. Das wird halt auch passen. Und du hast Feuer. Das wäre eigentlich soweit ganz okay. Die würde ich dann halt auch erstmal so lassen. Ja, das sollte eigentlich soweit erstmal passen. Man muss halt immer im Prinzip darauf schauen, dass man möglichst wenig Lebenspunkte verliert. Weil je mehr Lebenspunkte man verliert, desto eher muss man wieder was mit Heilung nehmen und kann nichts anderes nehmen. Gut, die haben alle schon wieder mächtig auf die Nase bekommen. Ansonsten hätten wir jetzt hier, dich könnten wir dann auch aufwerten. Ist halt jetzt die Frage, ne? Also Lightning oder... Mal gucken, was ist das denn hier? Poison. Ja. Okay, das sieht jetzt auf den ersten Blick nicht so toll aus. Pro Sekunde bis... Ja, gut. Zwei Poison, 0,7 HP die Sekunde. Wird dann noch vom Gegnertyp beeinflusst. Aber ansonsten... Ramblast, weiß ich nicht.
Du hast halt nur Feuer. Ich glaube, ich würde dich noch mal gerne mitnehmen. Gut, was haben wir jetzt hier? Das ist noch easy. Dann könnte man im Prinzip sagen, dann würde ich halt auch den Weg direkt nehmen. Warum nicht? So. Da wird sich jetzt Feuer eigentlich ganz gut machen. Weil ich würde gerade mal... Wir könnten dich zum Beispiel nehmen. Du hast... Wind. Lightning, Eis. Dann würde ich fast sagen, wir nehmen dich damit rein. Gut, das wäre Feuer, das wäre Lightning. Das wäre normal. Ansonsten Lightning. Das ist jetzt nicht so toll. Ich würde die vielleicht mal austauschen. Dann haben wir am Ende da noch Feuer. Du hast da Lightning. Wäre jetzt nicht so der Wahnsinn. Gut, Attack Damage is increased by 2% of enemy HP haben wir. Und Splash. Du hast ein bisschen wenig Leben. Ich könnte halt nochmal so einen mit reinnehmen, aber wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach mal so. Das läuft doch ganz gut. Auch wenn die halt schon wieder sehr auf die Nase bekommen haben. Okay, kennt man noch mal einen hiervon. Ich würde das dann vielleicht auch so machen wollen, weil... Ja gut, Speedbuff finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Und die anderen hier... Bird... Passen aber auch nicht so da wirklich rein. Elektrik könnten wir halt noch nehmen. Ich nehme mal noch einen von denen. So, dann, was haben wir hier? Ich würde eher das dann hier nehmen. So, du hast Lightning. Und Wind. Ich muss auf jeden Fall hier ein bisschen austauschen. Wäre halt schon okay, wenn ich den mit reinnehme. Ansonsten Blätter und Erde. Das wäre jetzt nicht so passend mit ihm hier. Aber du könntest da mal rein. Ansonsten, was mit dir hier? Du hast Blätter. Feuer wäre natürlich super. Dann würde ich fast sagen... Wind. Könnte man halt auch so machen, ne? Wenn ich dich damit reinnehme. Gut, dann haben wir jetzt hier ein bisschen Heilung. Das sieht halt auf den ersten Blick so gut aus, ne? Aber pro Treffer und wenn man sich mal die Lebenspunkte anguckt, die wir jetzt hier schon haben. 248, dann sind dann hier so ein paar Lebenspunkte. 4 Lebenspunkte, auch nicht so, mehr so viel. Da haben wir jetzt gar keine Boni, aber gucken wir mal.
Das ist natürlich auch gut, wenn ich hier diesen Frosch, diese Frosch-Variante als zweites nehme, wenn ein Gegner schon runtergekloppt ist. Dann hat er nochmal irgendwie, kriegt er nochmal eine Heilung. Ja, das ist schon ein bisschen, leider ein bisschen ausgeglichen. Gut, aber er hat sich wieder geheilt. Also der Frosch ist halt, glaube ich, auch ganz gut, um die anderen so ein bisschen zu schonen. Ja, das wird jetzt leider nicht mehr klappen. Er haut ihn jetzt noch so ein bisschen runter. Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Jetzt müssen wir halt schauen. Also es würde sich schon anbieten, hier vielleicht dann noch einen dritten von zu suchen. Lightning und Wind. Die Frage ist nur, wen schmeiße ich dann da raus? Die sind mir alle ein bisschen zu... Ah, ich würde fast sagen, wir schmeißen dich mal raus, wir nehmen dich noch mit. Und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie wir das hier machen. Also auf jeden Fall kann ich da wieder... Ich kann auf jeden Fall ein paar austauschen, so ist es nicht so. Erde und Wind. Wasser gegen Erde und Wind. Das wäre ganz okay, wenn ich den da, wenn ich davon einen vorne hinsetze. Die tauschen wir jetzt mal aus, dann machen wir das so. Und du hast Feuer und Erde. Feuer und Erde. Könnten wir dich eigentlich da hinsetzen. Du nimmst dann auch immer das Effektive davon. Ansonsten... Das machen wir bei dir hier. Also Feuer passt da, glaube ich, nicht so gut. Würde ich auf jeden Fall einen austauschen wollen. Wenn ich dich jetzt hier nehme, du hast auch noch die andere Schadensart. Ist aber auch nicht so der Knüller. Die sind alle so ein bisschen problematisch. Du hast... Bleibst ja eigentlich nur noch du. Erde und Metall. Ja, ich glaube, das ist schon... Das wäre schon ganz okay so. Gut, du hast nur Erde. Du hast Wind. Wäre halt auch okay. Dann würde ich sagen, machen wir das so. Ah, das läuft jetzt nicht so gut. Ah, knappe Kiste. Bei dir ist das hier schon wieder... Ach herrje, das ist halt echt blöd. Gut, das könnte halt unser Ende sein. Wobei es geht eigentlich noch. Das ist jetzt gleich so, ja, er hat 60-50%. Obwohl, verdammt. Okay, das hat nicht mehr gereicht. Na gut, dann würde ich sagen, starten wir nächstes Mal ein neues Spiel. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich auf jeden Fall. Ich muss mich da noch so ein bisschen reindenken, wie das genau funktioniert. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.